Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns hier, wie ihr seht, auf der grünen Hölle sozusagen. In der grünen Hölle, um genau zu sein, auf der Nordschleife, wie ihr seht. Wir hatten einen sehr guten Start im BMW 235i Racing. Das ist den Assetto Corsa für diejenigen, die sich das fragen. Wie man sieht, das Auto ist nicht als Mod gekauft worden. Das ist dabei, aber die Strecke, das ist die mit den 108 Auslaufzonen, die gibt es bei Race Department als Mod. Die könnt ihr euch holen. Aber jetzt zurück zum Rennen. Wie ihr seht, wir haben einen guten Start erwischt, wie immer. Jetzt sind wir hinter einem blauen BMW sortiert und versuchen jetzt in dieser Kurve ziemlich sicher zu bremsen. Denn es ist, wie gesagt, wichtig, nun auf die Nürburgring-Gerade, also die Gerade vom Nürburgring Grand Prix, von diesem Kurs gut heraus zu beschleunigen, da wir immer wichtig ganz viel Speed in diesen Autos aufbauen müssen, weil es ja, wie gesagt, keine Ferraris oder Lamborghinis sind oder Porsche, die eine sehr gute Höchstgeschwindigkeit von Natur aus mitbringen, sondern, wie ihr seht, wir können uns mit Windschatten quasi nach vorne arbeiten, was auch einwandfrei funktioniert, wie man sieht, wir ziehen uns ran. Jetzt bremsen wir ziemlich sicher und kommen sogar durch 5 Autos durch, was ziemlich selten ist an dieser Stelle, weil die Leute meistens die innere Linie verteidigen statt die äußere. Aber jetzt geht es eigentlich auch schon weiter und wir springen ein bisschen vor. Nämlich ein Stück, und zwar 4 Kurven später befinden wir uns nun an diesem Teil, wo es wieder ein Battle zwischen mir und einem gelben und einem weißen BMW gibt. Wie ihr seht, hier gibt es auf die Gegengerade sozusagen zurück zur Startaufstellung vom Nürburgring Grand Prix Kurs. Hier beschleunigen wir quite gut raus. Wir sehen, der gelbe BMW hat ein bisschen Schwierigkeiten mit der Traktion, aber das ist absolut normal, weil wenn man kalte Reifen hat auf dem Nürburgring, hat man keinen Grip. Aber das baut sich relativ schnell aus, sobald man auf die Nordschleife drauf fährt. Wie man sieht, wir finden uns jetzt hier beim weißen Auto und werden einfach auf der Bremse dieses Duell oder diesen Zweikampf, wie man auch sagen möchte, gewinnen. Das ist kein Problem. Und jetzt sind wir hinter dem Valentin Racing BMW 235i Racing unterwegs. Wie ihr seht, das ist dieser schwarz-orangene. Alles funktioniert bisher einwandfrei. Wir fahren ein stabiles Rennen bisher. Wir sind von der letzten Position ins Rennen gegangen. Das ist ja meine Challenge. Das mache ich immer in verschiedenen Fahrzeugklassen. Und wie gesagt, jetzt befinden wir uns halt weiter vorne und versuchen wirklich weit nach vorne zu kommen. Das ist ein Rennen hier auf der Nordschleife, das nur eine Runde lang geht. Aber wie ihr wisst, ihr Nordschleifen-Spezialisten, das ist eine sehr, sehr lange Strecke. Also braucht man hier auch wirklich nicht längere Runden. Hier haben wir fast einen Abflug, aber da springen wir auch schon weiter nach vorne. Dieses Mal in 5 Kurven später zur nächsten Strecke. Wie ihr seht, das ist die schnellste Strecke der Nordschleife, beziehungsweise die zweitschnellste Strecke der Nordschleife. Jetzt haben wir den Windschatten natürlich extrem gut ausgenutzt und fahren links vorbei an diesem BMW. Am Valentin Racing, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, an der es ein bisschen hinter der Gruppe Platz gibt. Aber ich glaube schon, dass wir diese Lücke schließen werden. Und jetzt kommt diese eine der schwersten Kurven, wo man Vollgas durchfahren muss und nicht abfliegen muss. Alles funktioniert bisher einwandfrei. Jetzt geht es 6 Kurven später weiter. Wir befinden uns dieses Mal nicht mehr an der gleichen Stelle, sondern hier in diesen Schikanen. Wie man sieht, das sind alles so S-Schikanen, die man hier gerade durchfährt. Man sieht eine links, dann eine schnelle rechts nachher. Aber das ist eigentlich kein Problem, die durchzufahren, weil wenn man eine gute Herausbeschleunigung bekommt, dann ist der hinterachsgetriebene BMW natürlich sehr stabil in den Kurven. Das ist bei uns der Fall gewesen. Wir haben den blauen mitgenommen, aber auf keinen Fall jetzt links reinziehen, ohne Rücksicht auf den Hintermann zu nehmen. Denn es kann immer passieren, dass ihr irgendwie abfliegt oder irgendetwas Schlimmes mit euch zu Ende kommt. Also nichts passieren, immer Platz lassen an der Innenseite. Ja, jetzt haben wir auch einen Schubser gekriegt, das seht ihr. Das ist das, was ich meine. Man bekommt einfach einen Schubser, wenn man dem anderen keinen Platz lässt. 4 Kurven weiter später befinden wir uns an einer nächsten Stelle. Das ist in dem Fall diese Stelle vor der Burg sozusagen. Die Burg ist hier schon ganz nah. Wir versuchen jetzt hier sicher zu bremsen, denn diese Kurven sind sehr schmal und 2 Autos passen da natürlich nicht rein, wie man sieht. Unsere Vordermänner machen es natürlich vor, wie man es nicht machen sollte. Fahren extrem nah aneinander ran. Jetzt habe ich einen Kontakt gehabt sogar mit dem BMW, aber alles halb so wild. Wie ihr seht, jetzt geht der Gangwechsel wieder rein und wir bremsen hier jetzt an der Brücke an. Wie man sieht, fahren die anderen etwas langsamer durch. Das liegt womöglich an ihrem Gripverlust oder einfach daran, dass ich einfach später gebremst habe. Aber jetzt, ja, wie gesagt, die Hinterachse ist ein bisschen lose, aber jetzt kommen wir gut raus und versuchen hier auf dieser kleineren geraden Sache, also es ist ein bisschen gerades Stück wieder am Start, nicht die längste Gerade, aber wir können hier tatsächlich ein bisschen powern, was eigentlich sehr vorteilhaft ist. Spätbremsen, ganz wichtig, denn jetzt kommt eine sehr lange Gerade, egal ob das eine Kurvenpassage ist, es ist eine Gerade insgesamt. Es sind zwar ein paar Vollgaskurven dabei, aber insgesamt steigt die ganze Zeit auf dem Gas drauf. Also wirklich sehr wichtig, hier Speed mitzunehmen, einfach rein ins Gaspedal stampfen und einfach hier auf diese lange Gerade ausreichend Speed mitzunehmen, damit ihr seht,
rankommt. Falls ihr euch fragt, gegen wen ich fahre, das ist kein Online-Rennen, das ist gegen die künstliche Intelligenz von Assetto Corsa Competizione. Nee, Assetto Corsa, nicht Competizione. Das normale Assetto Corsa, Entschuldigung, so rum gehört's. Auf jeden Fall, es ist die künstliche Intelligenz von Assetto Corsa auf 100% Aggressivität und 100% Schwierigkeit der Gegner. Das heißt, es ist die schwerste Einstellung, die man haben kann. Natürlich kommen jetzt dann die Kommentare, ja, die Autos sind trotzdem nicht so schnell, die Gegner, wenn man auf künstliche Intelligenz voll schwierig fährt. Ich weiß, die sind nicht so stark, aber dass man wirklich ausgerechnet ein Nordschleifenrennen hier findet, was einigermaßen von Autoscooter meilenweit entfernt ist und nicht das Rumgerammer ist, sondern wirklich extrem gutes Autofahren ist auf der Nordschleife, das findet ihr im Online-Modus nicht. Also wenn ihr wirklich gute Rennen fahren wollt, klar, irgendwann wird die künstliche Intelligenz auch langweilig, weil das wirklich immer dasselbe ist, wie sie sich verhalten. Aber ihr müsst einfach aufpassen, dass ihr im Online-Modus nicht auf solche Strecken reingeht, weil egal wie talentiert ihr seid, wie gut ihr mit dem Auto umgehen könnt, am Ende, also letztendlich, seid ihr immer diejenigen, die die Arschkarte ziehen. Das war bei mir auch schon sehr oft der Fall. Auf jeden Fall jetzt bremsen hier. Der Blaue hat sich wieder vor mich reingeschlichen, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber jetzt kommt er natürlich zu breit raus und da kommen wir wunderbar rein. Und das ist auch der Augenblick, wo wir jetzt dann gleich wieder ein Stückchen nach vorne springen. Denn jetzt haben wir den Abstand wieder ein bisschen vergrößert zu meinem Vordermann. Und deswegen springen wir 7 Runden später weiter, damit ihr wieder was zu sehen habt. Hier befinden wir uns, wie gesagt, schon fast am Ende der Nordschleife. Das ist schon der zweite Teil, wie ich nenne, wo man tatsächlich sehr viele Vollgaspassagen hat. Und das ein bisschen einer Achterbahn ähnelt. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon so vorgekommen ist, wenn ihr hier fahrt, aber diese Schanze zum Beispiel jetzt dann nach unten, die fühlt sich schon echt komisch an, wenn man den Vollgas durchfährt. Na, jetzt werden wir sogar von der Strecke geschmissen, müssen ins Kiesbett ausweichen. Das hätte ich jetzt natürlich nicht eingeplant, weil diese Passage normalerweise im vierten Gang Vollgas geht. Jetzt kommt der Blaue nochmal ran an uns, aber jetzt die zweite Achterbahnphase, den Hügel runter, haben wir den Platz souverän verteidigt und greifen jetzt auch unsere Vordermänner an, wie ihr seht. Es ist eigentlich ganz easy, an der Nordschleife sicher zu fahren, aber ihr müsst immer aufpassen, dass ihr wirklich genug Raum lasst, denn diese Strecke hat keine Auslaufzone. Das heißt, wenn ihr einem in der Kurve, in der Innenseite oder irgendwo anders, außen einfach keinen Platz lasst, dann kann es tatsächlich sein, dass dieser es nicht schafft, auszuweichen, wenn ihr bremst oder sonst was. Klar, wenn man auf so einem Niveau fährt, dann achtet man nicht unbedingt darauf, dass man Platz hat und so weiter. Aber ich habe auch auf Instagram neulich ein Video gepostet, wo einer einem wirklich nicht viel Platz gelassen hat. Und das kommt dann davon, dass du abfliegst, weil es gibt einfach keine Auslaufzone. Ja, jetzt machen wir es hier ganz gentlemanmäßig und fahren quasi zwischen den zwei BMWs durch. Haben wir sehr gut gemacht. Da seht ihr jetzt rechts die Burg. Wunderschön. Die Nürburg. Deswegen heißt das Ganze Nürburgring. Also es ist echt cool, wie wir hier durchfahren. Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, auch schon die fünfte Position. Ja, haben wir. Und jetzt ist es Zeit, in die letzten Kurven zu springen, damit wir nochmal ein bisschen Renaction erleben. Auf jeden Fall. Jetzt befinden wir uns auch schon in den letzten Kurven. Und wie ihr seht, es hat sich nichts mehr an den Positionen getan. Aber wir konnten unsere fünfte bzw. sechste Position, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, souverän verteidigen. Was natürlich wichtig ist, wenn man etwas Gutes haben möchte. Also Leute, das war auch schon mein Video mit der Nordschleife heute, an der wir gemeinsam gefahren sind mit dem BMW 235i Racing. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert am besten den Kanal, wenn ihr in Zukunft nochmal so Videos sehen wollt. Schreibt Kommentare für Videovorschläge. Ich sag jetzt nur noch, ciao, ciao.